Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Teil meiner Metal Gear Solid Reihe. Es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ich habe schon das Missionslog wie fast immer schon offen und das lesen wir mal durch. Da steht, Snake ist von Liquid benutzt worden, um den Sprengcode einzugeben. Snake ist außer sich. Liquid erklärt ihm, dass es von Anfang an die Absicht des Pentagons war, die Terroristen und alle beteiligten Personen mittels des Foxtie-Virus, den Snake mit sich trägt, zu eliminieren. Das Metal Gear Projekt musste um jeden Preis verheimlicht werden. Des Weiteren behauptet Liquid, dass er und Snake Zwillinge seien. Während Snake noch schockiert ist von dem allen, übernimmt Liquid die Kontrolle über Metal Gear Rex und greift an. Ja, das ist es. Wir haben ja das letzte Mal die drei PAL-Codes eingegeben und sind dann drauf gekommen, dass wir den Abschuss der neuen Atomrakete überhaupt erst ermöglicht haben. Und als wir dann draußen mit Liquid gequatscht haben, ist er in den Metal Gear Rex reingekrabbelt und hat angefangen, uns zu beschießen. Wir haben dann noch ein paar Codegespräche geführt und ich drücke mal schnell auf Pause. Achso, na, das läuft ja eh noch. Und Dr. Hal Emmerich, also Otacon, hat uns gesagt, dass wenn wir dieses runde Ding, was man jetzt hier sieht, zerstören, dann kann er nichts mehr sehen. Und dann muss er die Kanzel öffnen. Das heißt, das funktioniert nur über Sensoren. Ergo, wir haben eine gute Chance, mit unserer Jeff Granite ihn quasi blind zu machen. Und das werde ich als erstes einmal ausprobieren. Doof ist halt nur, dass diese Jeff Granites immer so eine doofe Verzögerung haben. So, warte, wie macht man das jetzt am besten? Auslassen, werfen und was nehmen wir hier? Ich nehme hier die Rationen rein. Ich scheiße jetzt mal auf Body Armor oder so immer. Ne, ich nehme zuerst Body Armor und wenn es notwendig ist, nehme ich eine Ration. Ja, weniger Schaden und trotzdem noch Rationen haben. Ich darf nur nicht vergessen, aufs Leben zu gucken. Explodiere! So, und jetzt nehmen wir gleich unsere Stinger und schießen auf dieses runde Ding, was ausschaut wie ein Schild. So, und gleich die nächste Jeff werfen und wieder umschalten auf die Stinger-Rakete. Einlocken! Und eine Ration nehmen. Body Armor. Und wieder eine Jeff werfen. Mal gucken. So, die zweite ist explodiert, dann wieder zurück zur Stinger-Rakete und gucken. Ne, wir werden gleich wieder eine Jeff hinterherwerfen und wieder auf die Stinger in der Hoffnung, das gibt sich. Ration, kann ich gleich zwei nehmen, Body Armor. Weg mit dem Ding und lauf. Er sieht mich. Aber ja, das ist wieder Fail. Ich habe das im Gespür. Gott, steh auf. Der hat mich gar nicht getroffen, das war nur die Schockwelle. So. Dann wieder zurück zur Stinger
und nach oben zielen. Okay, das war doof, einfach zu viel gewollt. Aber der Blickwinkel von diesem Megateil ist natürlich auch Hammer. Und die Reichweite. Kann ich das abbrechen? Aber ich glaube, das hat mir schon ein bisschen was geholfen, das mit den Chefs. Ja, Body Armor. So. Und hier gleich wieder Stinger. So, er schießt schon wieder mit irgendwas auf mich. Darum ihn bewegen. Nein! Sag einmal. Steh auf, du Sackgesicht. Hat irgendjemand gesagt? Für die Chefs. Gott, Alter. So wird man das nie schaffen. Und wieder auf die Stinger. In einen Schuss verpassen und weglaufen. Wieder eine Granate werfen. Wieder zurückschalten. Granate werfen. So, Stinger. Und weg. Laufen zwischen seine Beinchen durch. Vergessen, in welche Richtung er sie jetzt dreht. Er scannt gerade die Umgebung. Könnte ich mir eine Ration einverleiben? Warum ändert sie die Kamera? Das brauche ich überhaupt nicht, Leute. Da liegt eine Ration. So, dann eine Stinger. Dann sofort eine Jeff hinterher. Dann wieder umschalten auf Stinger. So, da
dann eine Jeff hinterher und davonlaufen. Die Kamera ist ja der Oberhorror. Noch eine werfen. So, und jetzt können wir wieder auf das Ding wechseln. Wieder. So, das hätten wir mal geschafft. Jetzt muss er die Kanzel öffnen, damit er überhaupt noch etwas sehen kann, weil wir haben jetzt da seine kompletten Sensoren ausgeschalten. Ich sehe gerade, das Video geht gerade 10 Minuten 50 Sekunden. Ich habe das Gefühl, ich laufe hier schon eine halbe Stunde herum. Da ist er wieder, der Ninja Grey Fox. Grey Fox, ein Name der Vergangenheit, klingt besser als Deep Throat. Du bist es. Es ist furchtbar aus, Snake. Das Alte bekommt dir nicht. Warum? Was willst du von mir? Ich bin Gefangener des Todes. Nur du kannst mich befreien. Halte dich aus, Fox. Was ist mit Naomi? Sie setzt alles daran, dich zu rächen. Naomi? Du kannst sie als Einziger stoppen. Ich kann es nicht. Warum? Weil ich ihre Eltern getötet habe. Ich war jung und brachte es nicht fertig, sie ebenfalls zu töten. Nach meiner Tat fühlte ich mich so schrecklich, dass ich das Kind nahm und als mein eigenes erzog, um mein Gewissen zu beruhigen. Sie sieht mich noch heute als ihren Bruder an. Fox. Von außen sahen wir aus wie frohe Geschwister. Aber jedes Mal, wenn ich sie ansah, blickten mich die Augen ihrer Eltern an. Sag es ihr für mich. Sag ihr, dass ich es war. Wir haben keine Zeit mehr. Hier ist ein letztes Geschenk von Deep Throat. Ich stoppe dieses Monster! Fox! Ich kann nicht schießen. Nein, das kann ich nicht. Snake, wir sind keine Werkzeuge für die Regierung oder irgendwen sonst. Ich habe mein Leben lang nur gekämpft und gekämpft. Aber wenigstens kämpfte ich für meine Überzeugung.
Snake. Leb wohl. Steh auf, Snake. Nehmen wir mal eine Ration. Dann den Body Armor. Wie ist denn das jetzt gegangen? Wenn die Kuppel offen ist, muss ich reinschießen, aber ich habe keine Zeit zum Schießen. Ich werde mit zu ihm hinlaufen. Ja, durch die Beinchen durch. Okay, er bewegt sich nach rechts. Ich kann jetzt nur auf dem Radar sehen, wo ich gerade herumtümpel. Machen wir mal eine große Runde, dass wenn er sich umdreht. So. Also diese Kamera ist ja zum Kommt gerade noch ein Stück zu mir. Du musst doch merken, dass ich aufgeschalten habe. Geht doch. Weg. Ja, diese Kamera ist doch der Oberhammer, oder? In welche Richtung läuft er? In diese. Gott, jetzt schaltet die Kamera schon wieder an. Und wieder ran. Also das hat jetzt, die zwei Schuss haben jetzt, ja, Fünftel. Das heißt, ich brauche insgesamt 10 Schuss, um den zu eliminieren. Blood, Chef Grenades und wahrscheinlich nicht Nikita, sondern Stinger. Diese Kameraeinstellung ist ja zum Mäusemelken. Der Laser hat mir auch noch kein einziges Mal erwischt, das finde ich schon mal positiv. Wieder eine große Runde drehen. Nicht zu weit weg, weil sonst erwischen wir noch die. Sag mal, was ist mit dir? Hast du. Okay, alles, was nicht trifft, registriert er auch nicht. Ist ja ätzend. Oder ich bin gerade auf einem Scheidepunkt von den Skripten gestanden.
ätzend, sag ich mal. Sag doch mal den Arsch, ich werde verrückt. Das ist eine Lauferei. Und die Kamera schwenkt. Okay, ich glaube, jetzt haben wir fast die Hälfte. Jetzt kann man wieder nur noch ein Radarbild laufen. Ja, die Hälfte haben wir jetzt circa. Die Balken sind manchmal etwas schwer zu erkennen. In welche Richtung drehst du dich? Nein, aber jetzt wirklich über die Kamera kann ich mich ja nur noch aufregen. Und das kann ich mich gar nicht mehr erinnern, dass das so pestig war. Von der Seite, nein, die Scherben wieder, nicht wieder quer durch die komplette Halle laufen. Hinter die Fässer laufen natürlich. Hinter die Kisten laufen. Guter Junge, du schaffst es, ich glaube an dich. Lauf, 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 ist egal. Du hältst es aus. Nur die Raketen sind halt. Okay, okay, okay. Okay, schön, dass du dich gerade in dem Moment gedreht hast. Ah, pfui, 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 aufstehen, nicht pennen, nicht pennen, nicht pennen. Erst sag einmal, steh auf. Ich nehme mal eine Ration, bevor ich das wieder vergieße. Das wäre ja... Ran, 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 lauf, lauf, lauf! Und nach hinten durch, dann sieht er mich nicht mehr, dann wird das Blickfeld wieder blau. Ja, genau, so wollen wir das haben. Einen Treffer kriegst du noch, mein Freund. Einlocken. Snake! Ich vermalme dich!
Legst du eine Pause ein? Liquid, du lebst noch. Ich sterbe nicht. Nicht solange du lebst. Sudom, deine Revolution ist wohl fehlgeschlagen. Bloß weil du Metal Gear zerstört hast, werde ich kaum den Kampf aufgeben. Den Kampf? Was willst du wirklich? Eine Welt, in der Krieger wie wir gewürdigt werden. Wie einst. Wie es sich gehört. Das war der Traum des Big Boss. Es war sein letzter Wunsch. Als er jung war, zur Zeit des Kalten Krieges, brauchte man Männer wie uns. Wir wurden geschätzt. Wir waren erwünscht. Doch heute ist alles anders. Mit den Lügnern und Heuchlern, die die Welt regieren, ist Krieg nicht mehr dasselbe. Wir verlieren unseren Platz in einer Welt, die uns nicht mehr braucht. Einer Welt, die unsere wahre Existenz missbilligt. Das weißt du so gut wie ich. Wenn ich diese Rakete abschieße und meine Milliarde bekomme, werden wir Chaos und Ehre in diese verweichlichte Welt zurückbringen. Ein Konflikt führt zum nächsten. Neuer Hass wird geschürt. Und wir erweitern stetig unseren Einflussbereich. Solange es Menschen gibt, gibt es auch Konflikte auf der Welt. Das Problem ist Gleichgewicht. Vater wusste alles über Gleichgewicht. Ist das der einzige Grund? Ist das nicht genug? Für Krieger wie uns. Ich will so eine Welt nicht. Ach, Lügner! Weshalb bist du hier? Weshalb befolgst du Befehle, auch wenn deine Vorgesetzten dich betrügen? Wieso bist du hier? Ich werde es dir sagen. Du genießt das Töten. Das ist es. Was? Leugnest du das? Hast du nicht schon fast alle meine Kameraden getötet? Das war... Ach, ich habe dich dabei beobachtet. Voll von Kampfesfreude warst du. Nein, das stimmt nicht. In dir steckt ein Killer. Oh, du brauchst es nicht zu leugnen. Wir wurden dazu erschaffen. Erschaffen? Les enfants terribles. Die schrecklichen Kinder. So hieß das Projekt. Es begann in den 70er Jahren. Der Plan war, auf künstliche Weise den mächtigsten Soldaten herzustellen. Der Mann, der als Vorbild verwendet wurde, war zu der Zeit als der größte lebende Soldat der Welt bekannt. Big Boss. Aber Vater war verwundet und lag bereits im Koma, als sie ihn herbeischafften. Also nahmen sie seine Zellen und schufen damit uns. Eine Kombination aus analogem Klonen und der Super-Baby-Methode. Super-Baby-Methode? Sie befruchteten eine Eizelle mit einer von Vaters somatischen Zellen. Die befruchtete Zelle teilte sich in 8 Klonen, die einer Leihmutter eingesetzt wurden. Später wurden 6 der Föten bewusst abgetrieben, um so das Wachstum zu stimulieren. Wir beide waren mal Achtlinge. Achtlinge? Ja. Die anderen 6 Brüder wurden für uns geopfert. Wir wurden schon vor unserer Geburt zu Beihilfen am Mord gemacht. Also blieben du und ich 2 Föten mit exakt derselben DNA. Aber die waren mit ihrer Arbeit noch nicht fertig. Sie benutzten mich als Versuchskaninchen, um einen Phänotypen herzustellen, in dem alle dominanten Genzüge Ausdruck finden würden. Dich! Ich erhielt den Genabfall! Du hast mir schon vor der Geburt alles weggenommen. Aber wir sind nicht seine einzigen Kinder. Was? Die Genomsoldaten. Sie sind auch seine Nachkommen und tragen sein genetisches Erbe. Aber sie sind anders. Sie sind digital. Mit dem Ende des menschlichen Genomprojekts waren die Rätsel der Menschheit offengelegt. Mit Hilfe der DNA unseres Vaters fanden sie über 60 Soldatengene, die für Dinge wie strategisches Denken und Killerinstinkt verantwortlich waren. Diese Soldatengene wurden den Mitgliedern der Sondereinheiten der nächsten Generation mit Hilfe von Gentherapie eingepflanzt. So wurden sie zu Genomsoldaten. Richtig. Die Genomsoldaten, die du links und rechts abgeknallt hast, waren alle unsere Brüder mit demselben Genen wie wir. Die Genomsoldaten? Richtig. Sie sind deine Brüder. Künstlich durch die Zusammenstellung von Nukleotiden geschaffen, um die Gene unseres Vaters zu kopieren. Auch für sie wurden viele Opfer gefordert. Opfer?
Experimente mit Menschen. 1991. Der Golfkrieg. Das Militär injizierte Soldaten heimlich mit Soldaten gehen. Das Golfkriegssyndrom, über das Zehntausende der zurückkehrenden Soldaten klagten, war davon eine Nebenwirkung. Lächerlich, dass das Golfkriegssyndrom auf entleertes Uran in Panzerabwehrprojektilen zurückzuführen war, weiß doch jeder. Das war die Version des Pentagons. Zuerst versuchten sie, es auf posttraumatischen Stress zurückzuführen, dann auf chemische oder biologische Waffen. Die Giftgas-Aufklärungseinheiten und die Antisarin-Injektionen, das sollte alles nur die genetischen Experimente vertuschen. Dann sind die sogenannten Golfkrieg-Babys, von denen Veteranen berichteten... Ja, auch unsere Brüder und Schwestern. Und mit den Genomsoldaten waren also die Experimente ein Erfolg. Ein Erfolg? Stell dich nicht dumm! Sie sind ein Versagen! Wir sind vom Aussterben bedroht! Wie? Hast du je von der Theorie der Asymmetrie gehört? Was? Die Natur bevorzugt Asymmetrie. Ausgestorbene Arten zeigen Zeichen von Symmetrie. Die Genomsoldaten leiden an demselben Problem. Zeichen der Symmetrie. Ich auch. Und du auch. Hä? Genau. Vom genetischen Gesichtspunkt aus sind wir praktisch tot. Wir wissen nicht, welche Krankheiten auf uns zukommen oder wann. Deswegen brauchen wir die Genominfo des Alten. Du willst die DNA des Big Boss, um deine Familie zu retten. Rührend. In der Natur paaren sich Familienmitglieder nicht. Trotzdem helfen sie einander zu überleben. Weißt du warum? Es erhöht die Chance, dass die gemeinsamen Gene an eine neue Generation weitergegeben werden. Altruismus unter Blutsverwandten ist eine Antwort auf die natürliche Auswahl, die Theorie des egoistischen Gens. Du willst behaupten, deine Gene befehlen dir, den Genomsoldaten zu retten? Du kannst die Gene nicht bekämpfen, es ist Schicksal. Alles Leben existiert, um die Gene seiner Eltern weiterzugeben. Und so folge ich dem Ruf meiner Gene. Und ich werde noch darüber hinausgehen, um den Fluch meines Erbes zu brechen. Und dazu werde ich dich töten. Dreh dich um. Meryl, lebt sie? Ich weiß nicht. Vor ein paar Stunden lebte sie noch. Immer rief sie deinen Namen. Meryl. Dumme Kuh. Verliebt sich in einen Mann, der nicht mal einen Namen hat. Ich habe einen Namen. Nein! Keine Vergangenheit, keine Zukunft. Und selbst wenn, sie wäre nicht die unsere. Du und ich, wir sind bloß Kopien unseres Vaters, Big Boss. Lass Meryl frei. Sobald wir beide fertig sind. Wir haben fast keine Zeit mehr. Richtig von Fox Die. Nein. Seit das Pentagon weiß, dass Metal Gear zerstört ist, haben sie eine Entscheidung getroffen. Sie brauchen noch nicht mal eine BDA. Wenn du Details willst, frag doch deinen geliebten Colonel Campbell. Colonel, hören Sie mich? Ja, ich höre. Was hat das Pentagon vor? Antworten Sie, Colonel. Der Verteidigungsminister ist nun für diese Operation verantwortlich. Er ist per AVAX auf dem Weg. Weshalb? Bombenangriff. Was? Nicht nur das. B-2-Bomber verließen soeben die Luftwaffenbasis Carena. Sie tragen taktische B-611-Atombomben für unterirdische Ziele. Was? Metal Gear ist zerstört. Weiß der Minister das nicht? Der Minister fand heraus, dass Naomi uns betrogen hat und ist wegen Fox Die beunruhigt. Seit von Metal Gear keine Gefahr eines nuklearen Angriffs mehr ausgeht, wird er die nötigen Schritte einleiten, das wirklich Vorgefallene zu vertuschen. Er verwendet eine Atombombe, um Beweise und Zeugen zusammen in Flammen aufgehen zu lassen. Keine Sorge, Snake. Ich stoppe den Atomangriff. Wie? Hier bin ich nur Galionsfigur. Aber offiziell befehlige ich diese Mission noch. Wenn ich anweise, den Angriff zu verzögern,
bringe ich die Befehlskette durcheinander und das gibt ihnen wenigstens etwas mehr Zeit, davonzukommen. Aber Colonel, wenn sie das tun... Es ist okay, Snake. In Tat und Wahrheit war Foxhound bereits Inhalt einer geheimen Untersuchung. Der Transfer von Merrill in die Basis unmittelbar vor dem Terroristenangriff sollte mich gefügig machen. Die Mistkerle. Tut mir leid. Sie zwangen mich zur Mitarbeit im Austausch für ihr Leben. Sie ziehen dort besser alleine, Snake. Sind Sie sicher? Das ist nicht gut für Sie. Keine Sorge. Es ist das Mindeste, was ich nach all dem Lügen noch tun kann. Colonel. Ich werde befehlen, den Bombenangriff zu stoppen. Dann gibt es kein Zurück. Ah! Was machen Sie? Snake! Eiling! Was ist mit dem Colonel? Ich glaube es nicht! Was ist geschehen? Snake, der Colonel! Colonel Campbell wurde abgelöst. Hier ist Jim Houseman, Verteidigungsminister. Geben Sie mir den Colonel. Er wurde unter Verdacht der Weitergabe streng geheimer Informationen und des Hochverrates verhaftet. Lächerlich. Ja, ein lächerlicher Mann. Er glaubte wirklich, das Kommando über diese Operation zu haben. Sie Mistkerl. Bald gibt es keine Beweise mehr. Ich bin sicher, der Präsident würde das genauso wollen. Der Präsident befahl das? Der Präsident ist der beschäftigt. Ich führe das Kommando. Wie wollen Sie den Medien einen Atombombenangriff auf Alaska erklären? Keine Sorge. Wir haben eine überzeugende Story. Ich werde sagen, die Terroristen hätten eine Atomwaffe gezündet. Clever. Alle hier werden sterben. Die Wissenschaftler, die Genomarmee, alle. Donald, der DARPA-Chef, ist bereits tot. Sie wollten den DARPA-Chef nicht töten? Er war mein Freund. Und alle anderen interessieren Sie nicht im geringsten, ne? Nun, im Austausch für die optische Diskette könnte ich es mir überlegen. Wovon sprechen Sie? Metal Gears Testdaten. Donald sollte sie zurückbringen. Ich habe sie nicht. Ach so. Nun ja. Keine Sorge. Ihr zwei seid ein peinliches Überbleibsel der 70er Jahre. Unseres Landes hässliche Panne. Nicht gut, wenn ihr weiterlebt. Nun, die Bomben sind im Anzug und ihr werdet euch bestimmt noch einiges zu erzählen haben. Adieu! Es gibt keinen Ausweg. Lass uns das vor dem Angriff beenden. Du hast mir alles genommen. Nur dein Tod gibt mir Befriedigung. Nur dein Tod kann zurückgeben, was mir gehört. Ein bildschönes Opfer für unseren letzten Kampf. Siehst du das? Das ist das Zeitlimit für unseren Kampf. Das Atommodul wird zum genauen Zeitpunkt ihres Todes gefeuert. Wenn du gewinnst, kannst du sie vielleicht retten. Du kannst vor dem Bombenangriff noch kurz die Liebe genießen. Überschreite diese Linie nicht. Aus dieser Höhe bedeutet das den Tod. Yes, Snake! Los geht's! Aber Leute, ganz ehrlich, das ist doch eine packende Story, oder? Haben sie sich doch einmal wirklich was einfallen lassen. Komm, steh auf, Snake. Ich hab überhaupt gar keine Items mehr. Hoch mit dir. Ah!
Immer nur einen Schlag. Was ist los, Snake? Hoch, 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 Snake! Was ist los, Snake? Genau, so muss das. Immer Dreierkombi. So, jetzt haben wir ihn einmal mit dem Leben wieder eingeholt. Hoch mit dir! Mit dem Kopfstoß, das ist echt happig. Ist das ätzend? Hoch, hoch, hoch! Ey, was soll denn das jetzt? Warum triff ich nur noch einmal? Okay, dann hat sie ja schon erledigt in der 14. Sekunde von Liquid alle geklopft. Snake! Okay. Yes, Snake! Los geht's! Hoch, 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 hoch! Der schlockt in die Luft. Das muss man nicht verstehen, oder? So. Auf ein neues. Wieder auf der Jagd nach dem Leben von Liquid. Schuss. Hast keine Zeit. Ja, na, das wissen wir doch schon. Hoch mit dir. Zweimal trifft, dann schlägt er mich. Hoch mit dir, ich hab keine Zeit. Und gleich kein Leben mehr. Ist ja nicht nur irgendwo. Nee, natürlich nicht. Wofür auch? Beeil dich, der explodiert! Ja, wie gesagt, Leute, ich schneide nichts raus. Ihr müsst da mitleiden. Los geht's!
besser. So ist schon mal besser. Bis auf das. Das ist natürlich nicht so toll. Nein! Hoch! Und der nimmt mir jedes Mal so viel Leben weg. Der braucht er immer, wenn du damit druckst. Der braucht immer ewig, bis er seine Schlagfolge ausführt. So, wenn ich das jetzt nicht schaffe, dann beende dieses Let's Play. Für heute. Schaut aber schon wieder sehr schlecht aus. Hoch. Jetzt, wofür drücke ich auf dem scheiß Controller? Ja klar, der haut zweimal hin mit seinen Patsch-Handys und zieht 9 cm ab. Na, das wird nur ein Fiasko. So, continue. Und... ja. Wir rufen... Mei Ling an. Sind Sie verletzt? Noch nicht. Wir speichern das Ganze. Ja, genau. Dann bedanke ich mich recht herzlich fürs heutige, oder besser gesagt für den heutigen Abschnitt für euch zugucken. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich natürlich über einen Daumen hoch freuen. Vielleicht abonniert der eine oder andere meinen Kanal, um meine kommenden Fails nicht zu verpassen. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ciao!